Erzberg-Rodeo-Woche 2023. Ihr seid quasi nicht mal bei Tag 0, sondern bei Tag minus 1 im Endeffekt, weil morgen ist irgendwie Tag 0. Zeige euch so ein bisschen, was für Teile ich dran baue, warum ich sie dran baue. Und ja, was einfach alles dazugehört, um sein Erzbergbike oder um sein Bike Erzberg ready zu machen. Und so ein bisschen meine Philosophie dahinter. Dann packen wir alles oder dieses Jahr im Erzberg so ein bisschen on the daily mitnehmen. Ja, hinter die Kulissen. Das heißt, es wird jetzt nicht die oberste Qualität werden, sondern es ist einfach nur GoPro in meiner Hand und ich filme mich selbst. Und ja, zeige euch einfach ein bisschen behind the scenes. Es ist ultra warm. Hier zum Glück, am Erzberg habe ich gehört, es regnet. Paul ist schon da und er meint, es ist richtiges Scheißwetter. Das heißt, werden wir das erste Mal Erzberg im Nassen sehen? Wir werden es herausfinden. Auf jeden Fall Bikebild. Ich habe noch gar keine Ahnung, wo ich anfange. Wir haben jetzt Montag, den 5. Juni, also quasi Erzberg-Rodeo-Woche Anfang. Das Ding ist, ich habe morgen nochmal es geschafft, ein Erzberg-Training zu buchen, weil ich dieses Jahr eigentlich so gut wie gar nicht auf der 300er war. Einmal die Woche in Kroatien und sonst eigentlich nicht. Das heißt, meine Zeit auf dem Bike ist sehr limitiert. Das heißt, es war mir ultra wichtig, wenigstens einmal noch richtig fahren zu können, weil jetzt hier auf eine Motocross-Strecke zu gehen oder so macht halt wenig Sinn, meiner Meinung nach. Ich fühle mich wohl. Technik ist eigentlich gut. Also, ja, Vorbereitung generell ist super limitiert gewesen. Ich bin natürlich fitnessmäßig auch in einem guten Stand durch die ganze Arbeit mit dem Paul. Und auch so ein bisschen ja, viel Fahrradfahren und so weiter. Also ich war sehr, sehr aktiv, sportlich gesehen, im Vergleich zum vorigen Jahr, da wo ich eigentlich relativ gar nichts dafür gemacht habe. Allerdings, genau, ist meine Bike-Time sehr limitiert und mein Training auf dem Motorrad sehr limitiert. Aber wie gesagt, ich habe ja viele Lehrgänge gemacht. Und auch so ein Lehrgang hilft mir auch selber wieder super bei der Technik weiter, weil ich halt genau sehe, worauf es ankommt. Und die Male, wo ich gefahren bin mit dem Motorrad, war eigentlich immer sehr, sehr technikfokussiert. Das heißt, eigentlich gute Ausgangsposition. Das Trickige ist, dass ich jetzt quasi das Motorrad so semi vorbereiten muss. Das heißt, es kommen alter Hinterreifen drauf und alte Plastikteile drauf und noch nicht das Dekor drauf und so weiter. Weil ich eben morgen den ganzen Tag nochmal fahren werde dort. Das heißt, nach morgen muss ich dann das Bike dort vor Ort nochmal kerchern und nochmal richten und dann alle neuen Sachen dran bauen und neuen Reifen montieren. Plus kommt dazu, dass es halt auch wieder Last Minute war mit dem Fahrwerk und Rüdi gerade ultra ausgebucht ist, weil logischerweise die Menschheit gerade so ein bisschen dahinter gekommen ist, wie geil das SPV eigentlich funktioniert. Das heißt, der hat ultra viel zu tun. Das heißt, mein Fahrwerk ist schon dort. In dem Bike ist jetzt gerade einfach Standardfahrwerk drin, dass man es rollen kann. Und das heißt, ich muss auf dem Weg zum Erzberg heute da noch das Fahrwerk abholen. Das heißt, ich muss morgen früh oder heute Abend, eins von beidem, dort noch das Fahrwerk tauschen. Oder beim Rüdi das Fahrwerk wahrscheinlich am besten tauschen. Und dann auf dem Weg müssen wir auch noch Vivis neues Motorrad abholen. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon liegen darf, aber Vivi hat ein neues Motorrad. Und das müssen wir auch noch abholen. Also ultra viel zu tun. Wir haben jetzt schon 12 Uhr. Und ja, also eigentlich viel Zeit ist nicht. Aber ich dachte mir, dieses Video ist auf jeden Fall geil für euch zum Schauen. So, eine der ersten Modifikationen, die ich da super gerne mache bei den 300er Kisten, ist den Zylinderkopf zu tauschen. Hier ist noch der Originale drauf und da hauen wir jetzt den S3-Kopf rein. Den S3-Kopf gibt es in drei verschiedenen Ausführungen: einmal in Extrem, einmal in Power und einmal in Mountain. In der Reihenfolge: Extrem ist damit nicht mit extrem Leistung verbunden, sondern mit extrem Enduro. In der Hinsicht, dass es eben für sehr rutschiges Gelände gewählt ist. Der Powerkopf, also rutschiges Gelände, weniger Kompression, weniger Kraftentfaltung, heißt mehr oder einfacher Grip zu finden auf rutschigem Untergrund. Powerkopf macht genau das, was er soll. Power, der macht einfach mehr Kompression, mehr Druck von unten. Das heißt jetzt nicht, dass das Ding jetzt unbedingt viel mehr Leistung hat. Meinem Gefühl nach würde ich behaupten, dass man damit einfach nur eher mit tieferer Drehzahl unterwegs sein kann, in einem höheren Gang und somit einen ruhigeren Fahrstil haben kann. Jeder, der mich kennt, weiß, wie ich fährt oder weiß, was ich in meinen Lehrgängen so erzähle, der wird wissen, dass ich eher so einen ruhigen, konstanten, kontrollierten Fahrstil bevorzuge.
Klar, man kann auch mal Vollgas geben und Vollgashänge und Roadcaps springen und so weiter, aber das ist eher so mein Stil. Originaler Kopf ist runter, super easy, super quick. Und jetzt hole ich den S3-Kopf, genau, und der Mountain-Kopf, der ist einfach nur für, wenn man wirklich auf einem Berg ist oder wirklich irgendwie über 2000 Meter, ich glaube ab 2000 Metern oder so könnte man den fahren, einfach um diesen Leistungsverlust vom Motorrad etwas auszugleichen. Der fährt sich aber auf Meeresebene nicht sehr geil, meiner Meinung nach. Also Powerkopf ist meine Wahl. Den Kollegen hole ich jetzt mal und schmeiß mal den da drauf. Ganz schön verpackt. Man sieht auch Mario Roman approved. Also danke Mario an der Stelle. Wenn man das hier dann rausholt, ja, ist zu beachten, dass dieses Teil hier in zwei Teilen kommt. Ja? Diese Einsätze kann man theoretisch auch tauschen. Also der Kopf ist immer der gleiche. Das hier ist der Powerkopf. Und ganz wichtig sind hier diese O-Ringe. Ihr seht, die Dinger sind auch nicht zusammen. Und hier, ganz wichtig, muss ein O-Ring rein, dieser kleine. Diese anderen zwei, die sind für den Zylinder. Da die hier so ein wenig rund verpackt sind, sonst wäre das halt übelst groß, muss man da vielleicht ein klein wenig Fett drauf tun, einfach damit die eben richtig in der Dichtfläche bleiben. Wenn ihr das mit den Dichtungen verkackt, läuft die Kiste logischerweise nicht. Den Kollegen hier platzieren, den Kollegen hier draufschmeißen und dann sollte die Geschichte passen. Ja, nicht ganz. So, Ende Gelände. Das war's. Quick and easy. Pro-Tipp: Mach die Zündkerze rein, dann fällt das Ding nicht wieder raus. Und dann wird es halt draufgeschmissen. Köpfchen ist drin. Jetzt kommt hier die gute Motocool-Geschichte wieder rein. Weil man muss logischerweise das Kühlwasser dafür ablassen. Und dann stecke ich als allererstes mal den Tank drauf. Und dann gucken wir mal, ob das nette Mädchen, ob es läuft. Ob die Kiste läuft. Schauen wir dann. Sorry für das lange Nicht-Update. Ich war gerade wirklich im Workflow und ich sage mal, ich brauche euch jetzt nicht zeigen, wie ich Reifen wechsle und so weiter. Aktueller Zustand ist folgender: Cockpit ist drauf, neue Lenker, neue Griffe, neue Lenkerenden. Ich fahre sehr, sehr gerne die Lenkerenden im Hard Enduro, weil man so einfach crashen kann und einem die Griffhülse nicht bricht. Muss ich noch festmachen, sehe ich gerade. Hier auch am Gasgriff genauso Lenkerende außen drauf. Hier einen kleinen Spalt lassen. Dann läuft das Sach wie geschmiert. Ich habe einen alten Plastiksatz drauf gemacht, weil wie gesagt, ich muss ja noch trainieren. Also ich habe noch einen Tag Training davor. Reifen ist drauf fürs Training, ist ein Michelin Extrem, den ich auch im Rennen fahren werde. Ich habe noch so einen halb angefahrenen, da braucht man jetzt keinen neuen verheizen fürs Training. Der hat hier vorne, wie man sieht, hat er noch schöne. Sieht jetzt nicht, aber mit einer Hand. Also es ist wirklich ultra, ultra, ultra weich. Ansonsten habe ich hier meine Brembo-Bremse dran gebaut, die ich an der 350er dran hatte. Mit Factory-Sattel bringt gar nichts, ist einfach nur gefräst und cool, wollte ich immer unbedingt haben. Jetzt habe ich ihn und ich kann euch sagen, man braucht ihn nicht. Es macht wirklich, es sieht cool aus, wenn man 1000 Euro ausgeben will dafür und man freut sich daran. Sieht gut aus. Vorderrad muss ich noch tauschen, das habe ich aber schon gewechselt. Da zeige ich euch mal, was ich da habe. Reifen, den werde ich auch Training, Prolog und Erzberg-Rodeo fahren, da merke ich jetzt nicht so super viele Unterschiede. Dass ich da jetzt nochmal extra für jeden Tag einen neuen Reifen bräuchte. Und hier habe ich meinen AP Carbon-Schutz. Das Ding ist wirklich schon, das ist auch der erste, den ich jemals hatte. Der hat wirklich schon alles gesehen und immer noch strong. Ja, das Ding habe ich da jetzt noch rein. Ansonsten Tank habe ich drauf, Zylinderkopf, alle Schrauben wieder dran. Bisschen Plastikteile und dann haben wir es schon fast soweit. Dann muss ich nachher, wie gesagt, noch zum Rüdi fahren und Fahrwerk holen, Fahrwerk einbauen. Und ja, diese ganzen Sachen, wie zum Beispiel Fußrasten, das sind die S3 Punk, die Stahlfußrasten, die sind super, die kann ich noch dran lassen, wenn man von hinten schaut. So checke ich immer, ob die noch gut sind oder ob der Rahmen noch gut ist, weil die stehen noch ein kleines bisschen nach oben. Also so, dann ist gut. Irgendwann, also bei den Alu-Fußrasten, also Originalen oder irgendwelchen so gammeligen Zubehör-Fußrasten, biegen entweder die Schrauben oder das Material gibt nach und die gehen immer weiter nach unten. So ist es zumindest bei mir. Ich bin ein bisschen schwerer. Fahr ein bisschen aggressiver. Ich sage jetzt mal, bei Vivi würde das wahrscheinlich, egal bei welcher Fußraste, nicht passieren. Aber bei mir passiert das. Und ja, die sind tipptopp. Die Sachen hier, der Schutz, wie ihr seht, das Zeug hat richtig, richtig auf die Schnauze bekommen schon, aber immer noch strong. Auch hier auf der Seite, das Teil hier, ihr seht ja, ist kaum noch schwarz dran, weil es halt einfach benutzt wird. Und auch das ist einfach noch tipptopp. Also wie gesagt, logischerweise, die Teile sollen cool aussehen, deswegen werden sie eduxiert. Oder pulverbeschichtet oder wie auch immer. Und
Ja, dann geht halt irgendwann einfach die Farbe ab, aber dafür sind sie da. Sie sind unten am Motorrad, um die Sachen zu schützen und genau das tun sie. Also da brauche ich auf keinen Fall irgendwelche neuen Sachen machen. Ich habe aber noch einen neuen Unterfahrschutz, weil wie man hier sehen kann, das Teil hier hat bestimmt 150 Stunden. Das hat sich auch einen neuen Unterfahrschutz verdient. Das kann man schon mal machen für einen Erzberg. Und genau, das ist das. Nachbarn hassen diesen Trick. So, Party People, ist aktueller Ladezustand. Moped drin, Zeugs liegt da. Liegt jetzt alles ein bisschen drin wie Kraut und Rübe, weil da kommt ja nachher noch Vivis neues Motorrad rein und unsere Taschen und so. Aber first things first, alles mal fertig geladen. So, das hier sind übrigens meine zwei Waffen. Einmal Prolog-Reifen, einmal Hair-Scramble-Reifen. Prinzipiell gleicher Reifen, gleiches Profil, alles gleich. Nur das hier sieht man, ist relativ hart. Das hier ist deutlich weicher. Best. So, kleines Behind the Scenes. Dann habe ich hier Trinkrucksack, so ein Umhängeding, hat mir Paul geschenkt. Cheers. Fahrradhelm zum Prolog abfahren. Fahrrad nehme ich mit. Frisch geserviceter Orthema-Orthesen. Sind von 2019, wie man hier sehen kann. Auch haben ein paar Battle Scars, aber sind immer noch in perfektem Zustand. Also die Dinger halten wirklich für ewig. Orthema Brustpanzer. Dann habe ich hier Fox-Brille und frische Gläser. Hier sind ganz schön Abreißfolien. Dann habe ich hier so Nasenklammern für ein bisschen besser Atmung. Jacken, all meine Core-Klamotten, vier Satz und ja, bisschen Chaos hier, aber es läuft. Es ist alles geladen. Ihr seht im Hintergrund, die Sonne geht unter. Wir haben 20:07 Uhr. Fuck, ey, es ist viel zu spät. Es gibt eine neue Edition. Old School Moto 71 Shirt. Warte, ich stelle euch mal kurz hier. Old School Never Die. Quasi passend zur Honda-Aktion im Ganzen. Also falls ihr das Ganze supporten wollt, ich habe ein paar am Erzberg dabei, nicht ultra viele, aber für wenn einer eins haben will, kommt da vorbei. Kann man bei mir quasi vor Ort kaufen. Und ja, so sieht die ganze Geschichte aus. Das Lustige ist, dass hier noch ein Motorrad rein muss. Wie das passen soll, ob das passt, werden wir gemeinsam herausfinden, in Kürze bei Mototech. Das kommt morgen wahrscheinlich. Meins kommt auch morgen. Das New Bike Video oder was? Ja. Hast du schon was gefilmt dafür? Nein, jetzt wollte ich damit anfangen. Ich hoffe doch. Hi Leute, hallo zu einem neuen Video. Ich hoffe doch, dass ich am Erzberg damit nicht sterben werde. Wie viel PS hat die? 80, oder? Ich habe keine Ahnung. 90? 400? 300. 6000. Ja, auf jeden Fall genug dumm gelabert. Wir sind jetzt on the road. Es ist halt wirklich schon 20:14 Uhr. Das heißt, es wird eine absolut widerliche Nacht. Und ja, erster Stopp, Mototech. Mototech Headquarter. Es ist mittlerweile 21:48 Uhr. Und mein neues Fahrwerk liegt da. Und sieht richtig geil aus. Ich bin sehr gespannt, wie das fährt. Und ja, ich langweile euch jetzt nicht mit dem Content im Dunkeln, sondern tausche einfach kurz das Fahrwerk. Und dann geht's weiter zum Vivis neuen Moped. So, liebe Leute, letzter Stopp unserer Erzberg-Anreise ist auch erledigt. Vivis neues Motorrad haben wir eingeladen. Wir haben jetzt, was sagt die Uhr? 1:01 Uhr. Haben jetzt noch 4 Stunden bis zum Erzberg. Morgen 8:15 Uhr geht's los. Da seht ihr noch nicht. Aber Mirko wäre wieder stolz auf mich. Der kriegt eh immer schon einen halben Anfall, wenn er sieht, wie voll ich die Kiste immer lade. Oh ja, zwei Motorräder, ein Fahrrad, alles drin. Liebe Leute, das war Erzberg Tag 0. Wir sind ready, wir sind vorbereitet und wir fahren jetzt los, beziehungsweise fahren jetzt durch bis zum Erzberg. Und ja, ich hoffe mal, ihr habt Spaß an der Reihe. Ich versuche jeden Tag ein Video zu machen für euch, dass ihr so ein bisschen seht, was abgeht. Und ja, lasst gerne ein Abo da, falls ihr Bock habt, up to date zu sein, was am Erzberg so passiert. Wie gesagt, morgen mit den Boys ein bisschen fahren, wird sicherlich geiles Video. Und ja, ich wünsche euch eine gute Nacht. Bis morgen. The world is spinning and I'm dizzy staring at the stars.
das Geld um.